Es ist Transferzeit in der Fußballwelt. Das ist üblicherweise die Zeit, in der die Spielerberater und Spielermanager besonders gefordert sind. Ich freue mich sehr, einen solchen heute noch dazu, einen sehr namhaften bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo, Max Hagmeier. Hallo, Michael. Schönen Dank für den Besuch. Gerne. Wie viel Arbeitsstunden verzeichnest du dieser Tage so pro Tag? Wie anstrengend sind die Tage jetzt gerade, wo es mit der Transferzeit losgeht? Ja, ich muss zuerst einmal gleich einmal aufräumen mit einer Geschichte, dass man glaubt, es ist nur in der Transferzeit sehr viel Arbeit. Im Grunde genommen wird die Transferzeit vorbereitet, schon Monate vorher, manchmal sogar Jahre vorher. Und das bedeutet viel Arbeit. Bei mir hat sich eigentlich an den Stunden nichts geändert. Die letzten 4 Monate waren genauso intensiv wie jetzt. Sonntage hat es eigentlich gar nicht gegeben. Fußball ist ja meistens Samstag am Wochenende auch. Ich arbeite solange ich die Möglichkeit habe, Sachen zu machen. Wir machen ja viel auch in Europa, aber auch manchmal in China oder manchmal in anderen Zeitzonen. Da überschneidet sich dann das Ganze und es ist schon sehr intensiv. Im Jänner, in den Transferperioden, wird halt dann abgeschlossen. Und das heißt, du musst jetzt jederzeit auf Standby sein, sozusagen? Weil, als wir den Termin ausgemacht haben, hat der gute Mann schon gemeint, ich komme sehr gerne. Es kann allerdings sein, dass ich kurzfristig dann weg muss. Das heißt, bist du permanent abrufbereit jetzt gerade? Das ist richtig. Und diese permanente Abrufbereitschaft, die ist auch in einerseits ein bisschen negativ, also sehr negativ auch, was meine Familie betrifft, was Termine betrifft. Aber es ist halt so, im Jänner ist die Transferzeit relativ kurz und da muss man natürlich jede Möglichkeit nützen und wenn man weg muss, muss man weg. Jetzt hast du, wenn ich richtig recherchiert habe, nicht weniger als ungefähr 80 Spieler unter deinen Fittichen, so ist zumindest auf der Homepage aufgelistet. Wie behält man da einerseits den Überblick und wie intensiv kann man da den Kontakt zu den einzelnen Spielern überhaupt pflegen? Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass wir natürlich ein Team sind, ja. Wo wir natürlich auch auf die einzelnen Spieler mit mehreren Personen eingehen. Es ist aber so, dass ich natürlich die Verantwortung über alles habe und es passiert nichts in der Firma, was ich nicht vorher gesagt habe, dass wir das in diese Richtung machen können oder machen werden. Das heißt, wir haben sehr intensive Gespräche. Ich bemühe mich sehr, auch mit allen Spielern immer Kontakt zu halten. Wenn es irgendwo brennt oder wenn es irgendwo etwas Wichtiges zu tun ist, dann bin natürlich ich da für jeden Spieler, ob es noch ein junger Spieler ist, genauso wie ein älterer Spieler, aber wir haben trotzdem auch ein gutes Team, wo ich der Meinung bin, dass die Spieler gut betreut werden. Kann es sein, dass du in mittelbarer oder unmittelbarer Zukunft, zumindest jedenfalls noch solange das Transferfenster geöffnet hat, noch nach Berlin oder nach Mailand musst oder vielleicht in beide Städte? Nach Berlin auf jeden Fall, weil in Deutschland die Meisterschaft ja schon wieder beginnt. Mailand ist auch immer ein Thema in der Transferzeit, weil da gibt es heute auch diesen Mercato, Calcio Mercato, bei dem die meisten italienischen Vereine sich in Mailand dann aufhalten und dort ihre Gespräche und Verhandlungen führen. Aber wenn Sie jetzt auf La Sauer anspielen. Ja, das habe ich getan. Das habe ich mir fast gedacht, dass du das ansprichst. Also nur zur Erklärung, es hat rund um Weihnachten das eine oder andere Transfergerücht um Valentino Lazzaro gegeben, der auch unter den Fittichen von Max Hagmeier ist. Mit AC Milan wurde er in Verbindung gebracht. Zu Recht oder zu Unrecht? Es tut mir leid, dass ich dir jetzt keine näheren Auskünfte dazu geben kann. Möglicherweise ist es schade, ja. Aber der Valentino ist natürlich ein interessanter Spieler für viele Vereine, in vielen Ländern auch. Und ich führe ja permanent Gespräche mit Clubs, nicht nur wegen Valentino, sondern es geht ja eigentlich immer um die Kontakte. Und natürlich geht dann oft das Thema auch Valentino Lazzaro auf. Und es wird dann auch besprochen, aber im Moment ist es so, dass er bis im Sommer sicherlich bei Hertha BSC bleiben wird. Also wir werden jedenfalls dranbleiben und ich kann mir auch vorstellen, dass ich dich diesbezüglich noch mit der einen oder anderen Frage quälen werde. Aber vielleicht kann man die Frage auf ein bisschen allgemeineres Level hieven sozusagen. Spielen solche medial gestreuten Transfergerüchte dir und deiner Arbeit in die Karten? Ist das gut? Erhöht das den Marktwert des Spielers oder ist das unseriöses Gequatsche, mit dem du eigentlich gar nichts zu tun haben willst? Also ganz offen, unseriöses Gequatsche interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Ich versuche das relativ am Boden zu halten, diese ganzen Dinge. Ich spreche nicht über Dinge, die einfach nicht im Raum stehen.
Aber es wäre gelogen, wenn ich Ihnen sagen würde, also wenn ich dir jetzt sagen würde, bitte, das, macht, ja, das macht, das erhöht nicht die Attraktivität eines Spielers. Das heißt, streust du dann ab und zu auch bewusst Gerüchte? Fütterst du einmal so den einen oder anderen Journalisten und sagst, kannst du ein bisschen was machen für mich? Anders gefragt, wie wichtig ist der Kontakt zu Journalisten? Der ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber ich mache das nicht so, dass ich sage, jetzt, ich rufe einen Journalisten an und sage, streue ein Gerücht. Du wirst ja sowieso gefragt von Journalisten, ob irgendetwas Interessantes in diesem Fall derzeit gerade ist. Und da muss man halt überlegen, ob man etwas preisgibt oder nicht preisgibt. Aber in unserer vernetzten Welt ist es sowieso nichts geheim zu halten. Jetzt war Valentino Lazzaro in den letzten Tagen auch noch aufgrund einer anderen Angelegenheit in den Medien, weil er nämlich ein Foto von seinem Privatchat gepostet hat. Es ist jetzt eh alles abgearbeitet worden. Ich glaube, Max Hagmeier hat jetzt auch nicht unbedingt die größte Lust, das noch einmal aufzuwärmen. Lassen wir also so dahingestellt. Ist eh alles gesagt, dazu meine ich. Die Frage, die vielleicht dahinter steckt, ist aber trotzdem eine akute, wie ich meine, auch wenn man sich das Beispiel Ribéry vor Augen führt und vor allem, wenn man sich die Millionengagen und die gehen ja inzwischen schon in Richtung Milliardengagen, was die Ablösesumme betrifft, vor Augen führt, die so kursieren bei Fußballtransfers, international gesehen. Ist da nicht einfach viel zu viel Geld im Spiel? Ich sage mal so, das Geld, das da ist, wird ausgegeben. Ja, und das ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Fußball ist ja mittlerweile nicht nur eine Unterhaltung, sondern auch eine Show und ein Business. Ja. Und es wird, je mehr Geld zur Verfügung steht, umso mehr Geld wird ausgegeben. Und wer soll das Geld bekommen? Hauptsächlich die Spieler oder Vereine. Ja. Und daher sage ich, ja, man kann über alles diskutieren. Man kann über Transferwerte von 100 Millionen oder noch mehr diskutieren und sagen, ist ein Mensch das wert oder ein Fußballer das wert? Aber ich sage immer so, solange es gezahlt wird, ist es wert. Ja? Und wenn eine Leistung da ist und die Leistung ist außergewöhnlich, dann gibt es halt diese Summen. Und wenn sich zwei, drei Clubs matchen um einen Spieler, naja, dann explodiert das auch oft. Der Beruf Spielerberater ist ja trotz allem auch heute noch so ein bisschen ein Mysterium. Also man weiß ja in Wahrheit noch immer nicht so recht, was machen die eigentlich. Mhm. Du hast es ja schon plakativ dargelegt, wie es nicht funktioniert. Nämlich ihr liegt offenbar nicht das ganze Jahr auf der faulen Haut und lasst euch dann am Jahresende mit den Millionen zuschütten sozusagen. Dann ist ein Ganzjahresberuf. Aber die Frage, die vielleicht auch noch nicht restlos geklärt ist, wie verdienst du eigentlich dein Geld? Wie kommst du zur Kohle? Oder ist es überhaupt in deinem Interesse, möglichst hohe Ablösesummen zu erzielen? Weil wenn ich das wiederum richtig recherchiert habe, darf der Spielerberater an den Ablösesummen ja eigentlich gar nicht mitverdienen. Also grundsätzlich geht es ja darum, zuerst einmal den Spieler zufriedenzustellen. Mhm. Ja, wenn jetzt ein Club zum Beispiel einen Spieler verpflichten möchte, dann müssen wir uns jetzt erst einmal einigen, was den Vertrag des Spielers betrifft und das Gehalt des Spielers. Wenn man das einmal hat, und das ist meine Philosophie immer, bevor ich nicht den Spieler auch zufriedengestellt habe, aber auch dem Club oft, ja, weil wir sind ja oft auch Vermittler zwischen Club und Spielern, zwischen zwei anderen Clubs. Und es müssen ja am Ende des Tages sollten alle zufrieden sein. Die besten Geschäfte sind die, wenn alle Beteiligten zufrieden sind, ja, und sich niemand übervorteilt fühlt. Ja. Und ich denke einfach, das ist auch eine Arbeit eines Vermittlers, eines Spielerberaters, dass er einerseits schaut auf seinen Spieler, aber auch, wir werden ja auch oft von Vereinen beauftragt, wir wollen ja schauen, dass es am Ende des Tages zusammen zustande kommt, das Ganze. Es nutzt mir ja nichts, wenn ich unglaubliche Forderungen habe und am Ende des Tages wird das nichts. Und daher ist es oft so auch, dass natürlich die Vereine, die verhandeln ja selbstständig miteinander, dass die Vereine natürlich Summen aufrufen, die andere Vereine zahlen, andere wieder nicht zahlen. Aber im Grunde genommen geht es darum, zuerst den Spieler zufriedenzustellen und dann auch mitzuhelfen, dass es überhaupt zu einem Transfer kommt. Aber du verdienst dann über die Ablösesumme oder prozentuell an der ausgehandelten Jahresgage? Nein, wir als Berater verdienen an der ausgehandelten Jahresgage. Okay. Darf man den Prozentsatz erfahren? Oder ist das auch Verhandlungssache? Nein, es ist Verhandlungssache, weil es gibt leider unseren Beruf überhaupt nicht, ja, in Wahrheit. Ja. Wir sind ja überhaupt, wir haben niemanden, der hinter uns steht. Im Grunde genommen, es gibt keine richtigen Regeln, weil ich bin noch einer, der eine Lizenz damals gemacht hat, der auch damals noch eine Kaution hinterlegen musste und der eine Prüfung gemacht hat für das Ganze.
Das ist ja leider von der FIFA abgeschafft worden. Ich sage leider, weil jetzt natürlich jeder eigentlich umherläuft und er sagt, ich bin ein Spielerberater und den Spielern oder dem Umfeld gewisse Dinge erzählt, die einfach jenseits von Gut und Böse sind, was für uns auch die Arbeit doch etwas erschwert, weil wir dann wieder dem Spiel erklären müssen, beziehungsweise dem Umfeld, was eigentlich wirklich los ist und was Sache ist. Ich finde ja auch überhaupt auch, weil wenn wir gerade dabei sind, ja, die Frage ist immer, was hat denn der Spielerberater auch für eine Ausbildung? Ja, ich kann nur von mir sagen, ich bin selber Nationalspieler gewesen, ich war Profi. Ich habe auch in Deutschland gespielt, aber schwere Knieverletzung gehabt und habe dann Jura studiert. Du weißt also, wie der Hase läuft, buchstäblich? Was, aber ich sage immer so, Spieler gewesen zu sein und Spielerberater ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Dann war ich auch Sportmanager beim LASK, habe eine Mannschaft aufgebaut und seit über 20 Jahren mache ich meinen Job jetzt als Spielerberater. Und einer der wesentlichen Punkte ist auch, dass du eine Erfahrung hast in diesem Geschäft. Spielerberater heißt ja auch, dass ich Leute berate. Ich muss dich ja beraten. Wie kann ich dich beraten, wenn ich keine Ahnung habe? Oder wenn ich nur begonnen habe? Oder wenn ich keine großen Transfers noch gemacht habe? Ja? Wie will ich einen jungen Spieler insofern beraten und sein Umfeld, dass sie eine Karriere machen? Und da bin ich schon stolz darauf, dass wir das, und das ist, sage ich, wir bewusst, dass meine Firma das so macht, dass wir auch junge Spieler entwickeln, dass wir wissen, was wir tun und dass wir auch das zeigen können ja, und die Erfahrung haben, wieso wir eine Entscheidung treffen oder wieso wir diesen Rat geben. Ein ganz interessantes Geschäftsmodell pflegt der Herr Jorge Mendes, das ist Spielerberater von Cristiano Ronaldo. Der hat sich nämlich an seinem Schützling, also am Herrn Ronaldo, Persönlichkeitsrechte gesichert. Erstens, wie geht das und wäre das auch für dich ein überlegenswertes Geschäftsfeld? Ich muss sagen, es würde mich schon reizen, ja. aber man muss ja sehen, die Zeiten sind auch ein bisschen anders geworden. Ja. Persönlichkeitsrechte, jeder Mensch hat ja Persönlichkeitsrechte, die liegen ja meistens bei den Clubs. Ja. Wenn du sie jetzt frühzeitig kaufen würdest, als Beispiel, könntest du sagen, okay, ja, ich verkaufe sie dann dem Club um einen bestimmten Betrag. In England hat man oft die Persönlichkeitsrechte vom Gehalt des Spielers getrennt. Aber das hat natürlich auch andere Gründe gehabt, steuerschonende Gründe. Ich sage mal, ich habe mich an diesen Dingen eigentlich nie beteiligt. Früher war es natürlich auch so, oder jetzt auch noch zum Teil, dass in Südamerika auch Berater oder Investoren Spielerrechte kaufen. Und sie dann im Zuge eines Transfers bekommen die einen gewissen Teil. Ja, dann ausbezahlt 20-30%, je nachdem, an wie viel Prozent sie sich beteiligt haben. Da ist natürlich für den Jorge Mendes in der Vergangenheit ein bisschen was übergeblieben, sage ich jetzt einmal. Zwei warme Leberkässemmeln gehen Sie aus am Tag. Ich glaube, das ist er nicht. Das auch noch. Aber wie auch immer, ich glaube, wir müssen schon ein bisschen auf die Uhr schauen, weil ich spüre schon den Druck aus der Regie, aber zwei Fragen hätte ich noch vorbereitet, die ich gerne loswerden möchte. Zum einen, ich formuliere es jetzt ein bisschen plump, weil ich es nicht anders kann und weil ich in der Materie nicht so gut verhaftet bin. Ist es auch ein bisschen Teil deines Jobs, Vereine gegeneinander auszuspielen? Oder warum hat sich zuletzt Stefan Hirländer dazu entschieden, bei Sturm Graz zu verlängern und nicht zum Beispiel zu Rapid zu wechseln? Na, erstens einmal muss ich eins sagen, ich spiele keine Vereine untereinander aus. Ich spiele eigentlich relativ klar und deutlich. Ja. Der letzte Grund beim Stefan Hirländer war einfach der, dass natürlich der Spieler entscheidet. Ja, ich versuche ihm die besten Möglichkeiten aufzuzeigen bzw. auszuverhandeln. Ja, Rapid hat sich möglicherweise auch nicht so bemüht um ihn. Ja, er hatte nicht das Gefühl gehabt, dass ich unbedingt zu Rapid gehen soll, dass ich so erwünscht bin. Ja, Sturm Graz hat gekämpft bis zum Schluss um ihn. Ja, und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wieso er sich für Sturm Graz entschieden hat. Vom Geld her wäre es vielleicht gleich gewesen. Okay. Ja, aber es geht natürlich auch so, du musst dich auch bemühen, wenn du einen Spieler willst. Ja, vielleicht wollte ihn auch Rapid nicht wirklich. Ja. Vielleicht war das nur taktisches Geplänkel. Ja, soll auch immer vorkommen. Ja. Soll auch vorkommen. Sturm Graz hat sich bemüht um ihn. Er hat dann gesagt, ich möchte gerne in Sturm Graz bleiben. Und ich habe es für ihn bestmöglichst gemacht. Mhm. Und ich glaube, dass er zufrieden ist. Er war nicht zufrieden, das kann ich auch sagen, dass bei Sturm Graz sehr viele Spieler gegangen sind, ja. Ja, weil er eigentlich international was machen wollte. Große Ambitionen gehabt hatte und die Mannschaft war wirklich gut, aber das ist wieder ein anderes Thema. Letztes Thema, ich werfe Ihnen jetzt diese These einmal so plump an den Kopf. Die Spieler,
die sich Spielerberater leisten, unter Anführungszeichen, werden immer jünger. Und das wird von vielen Stellen auch beklagt. Das heißt, ja, da gibt es nicht einmal mehr 13-, 14-jährige Buben, die ohne Spielerberater auskommen. Erstens, ist das tatsächlich so? Und zweitens, ist das gut für den Fußball? Es ist tatsächlich so, ja. Ich kann mich nur erinnern, wie ich begonnen habe, da habe ich einen 18-Jährigen unter Vertrag genommen. Da hat jeder gesagt, Max, was tust du mir dann noch mit so einem Jungen? Mit so einem Kind? Ja, Kind würde ich nicht sagen, aber mit so einem jungen Burschen. Mittlerweile wird es immer jünger. Ich habe einen Valentino Lazzara mit 15,5 bekommen und wir haben einen Karriereplan aufgebaut. Ja, es wird immer jünger, auch die Vereine kommen immer früher zu den jungen Spielern. Und hier, zu mir ist einmal ein Vater gekommen, er hat einen 10-Jährigen da gehabt. Dann hat gesagt, Max, kannst du nicht mit ihm schon was machen? Ich sage, behalte den Buben bei dir. Ja? Die Familie ist wichtig in diesem Alter. Und wollen wir, wenn er in 2-3 Jahren, habe ich gesagt, komm wieder mal. Es ist manchmal wirklich einfach zu bald. Und ich finde das auch nicht in Ordnung, wenn Spieleberater schon bei 13-Jährigen dastehen, bei den Eltern ihnen etwas erzählen und vielleicht sagen, ja, wie viel Geld man verdienen kann. Es reicht, wenn ich dann mit 15 Jahren dann mir langsam Gedanken mache, dass ich einen Spielerberater nehme. Vorher sollten sich die Eltern darum kümmern und sich nicht alles einreden lassen, was irgendwer daher erzählt. So lassen wir das stehen. Spannende Einblicke waren das allemal. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich wünsche, sofern das irgendwie möglich ist, eine halbwegs stressfreie Transfer. Das ist nicht möglich. Okay, dann mach einfach das Beste draus. Das werden wir sicher Wenn du ein bisschen Ablenkung brauchst bei uns, bist du jederzeit willkommen. Na, dann komm Danke ich. Für den Besuch. Danke. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.